Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Partei Die Linke hat ja vor wenigen Tagen ihren vierten Geburtstag begangen. Wie Sie sich entsinnen werden, war der Gründungsparteitag ja am 16. Juni 2007 hier in Berlin im Hotel Estrel. Viele von Ihnen waren ja damals dabei. Und ich will gleich zu Anfang sagen, damit ein Missverständnis, was häufig wiederholt wurde, aus der Welt geräumt ist. Natürlich war der Gründungsakt der Partei Die Linke verbunden mit der Verabschiedung einer programmatischen Grundlage. Das waren damals die programmatischen Eckpunkte. Und die Partei Die Linke hat auf Grundlage dieser programmatischen Eckpunkte Politik gestaltet und dann ist im Oktober 2007 vom Parteivorstand eine 20-köpfige Programmkommission einberufen worden. Also wir haben uns nicht in einem programmlosen Zustand befunden, sondern wir haben seit dieser Einberufung der Programmkommission eine intensive Debatte gehabt. Einige von Ihnen waren vielleicht auch dabei, als im März 2010 die damaligen Vorsitzenden der Partei und die damaligen Vorsitzenden der Programmkommission, Oskar Lafontaine und Lothar Bisky, dieses Programm vorgestellt haben, diesen Entwurf. Und das war natürlich eine interessante Übergangsphase. Sie verabschiedeten sich mit einem Entwurf und wir, Klaus Ernst und ich, bemühen uns, diesen Entwurf zu einem guten Ende zu führen. Und da haben wir jetzt ein gutes Zwischenergebnis erreicht. Wir haben auf der Parteivorstandssitzung am ersten Wochenende dieses Jahres einen Leitantrag verabschiedet, den wir der Mitgliedschaft und dann dem Parteitag vorlegen werden. Und zu unserer großen Zufriedenheit konnte fast jedes Mitglied des Parteivorstandes diesem Vorschlag seine Stimme geben. Von den anwesenden Mitgliedern des Parteivorstandes haben 37 für den Entwurf gestimmt, 2 haben dagegen gestimmt und ein Mitglied des Parteivorstandes hat sich enthalten. Ich glaube, das zeigt, dass der Parteivorstand es sich auch zur Aufgabe gestellt hat, gemeinsam in die Partei hineinzuwirken und gemeinsam auch für diesen Programmentwurf zu werben. Wir haben erste Möglichkeiten für diesen Programmentwurf zu werben bereits am vergangenen Wochenende genutzt. Sie wissen vielleicht, dass es eine Konferenz von Vertretern von Landesvorständen in Potsdam gab und auch dort haben wir die Grundideen vorgestellt. Sie haben ja jetzt alle den aktuellen Text in der Hand und können sehen auch, worin die Grundideen dieses Programms bestehen. Für mich ist wichtig, das haben wir auch in der neuen Präambel zum Ausdruck gebracht, dass wir der festen Überzeugung sind, dass man diese Gesellschaft, dass man auch diese Welt verändern kann. Wir wollen mit diesem Programm Hoffnungen auch wecken und wir leben ja in einer Zeit, wo viele Menschen hoffnungslos sind, wo ihnen jeden Tag gesagt wurde, es wäre alles alternativlos. Wir als Linke sind der Überzeugung, dass es immer Alternativen gibt und wir beschreiben unsere Alternative zusammenfassend unter der Bezeichnung demokratischer Sozialismus. Und für diese Idee des demokratischen Sozialismus haben wir bereits am Beginn der Präambel die Grundlagen formuliert. Die erste Idee ist, dass wir eine solidarische Gesellschaft schaffen wollen, erreichen wollen, in der jeder Mensch seine individuellen Rechte und Freiheiten in einer solidarischen Gemeinschaft bei sozialer Teilhabe auch ausleben kann und erleben kann. Und wir wollen zweitens, dass die Interessen der Wirtschaft unter die Interessen der Gesellschaft sich unterordnen und untergeordnet werden. Und drittens wollen wir diese beiden Ziele in einem transformatorischen Prozess erreichen, in einem demokratischen Prozess, wo wir gemeinsam mit vielen demokratischen, sozialen und ökologischen Kräften uns für diese Ziele und Werte einsetzen. Wir haben also in diesem Grundsatzprogramm unsere grundlegenden Ziele, unsere grundlegenden Werte und vor allen Dingen unsere Überzeugung, dass eine andere Gesellschaft möglich ist, beschrieben. Wir verstehen uns als demokratische Erneuerungsbewegung, als Partei des Friedens und vor allen Dingen auch eine Partei, die nicht nur in der gesamten Bundesrepublik, sondern auch europäisch, wir sind ja seit unserer Gründung Mitglied der Europäischen Linkspartei und natürlich auch international
verankert ist. Wir haben, wenn wir im Oktober auf dem Erfurter Parteitag dieses Programm hoffentlich mit einer großen Mehrheit beschließen werden, dann vor uns noch die Aufgabe, dieses Programm der Mitgliedschaft zu einer Urabstimmung, zu einem Mitgliederentscheid vorzulegen. Und für uns ist das auch so etwas wie eine Etappe in der Gründungsphase der Linken, quasi der Schlusspunkt der Gründungsphase. Und diese Gründungsphase ist ja unter anderem auch dadurch gekennzeichnet, dass wir uns inzwischen sowohl auf der Bundesebene als auch in allen Bundesländern mindestens einmal als gemeinsame Partei zur Wahl gestellt haben und dass wir nach einem anfänglich sehr stürmischen Wachstum uns jetzt mit den Mühen der Ebene auseinanderzusetzen haben. Wir sind in 13 von 16 Landesparlamenten verankert. Wir haben in diesen Landesparlamenten ganz unterschiedliche Rollen auch aufgenommen und zu spielen und zu erfüllen. Wir haben gesehen, dass man sowohl aus der Opposition als auch aus der Regierung heraus Erfolge erreichen kann und daran wollen wir natürlich anknüpfen. Wir haben mit diesem Grundsatzprogramm eine Basis, wenn es denn, wie gesagt, beschlossen wird auf dem Parteitag, zur Vorbereitung der Bundestagswahlen 2013, wo wir uns als starke Linke zur Wahl stellen wollen. Ich kann Ihnen noch einmal zusammenfassend sagen, dass unser Ziel ist, dass wir die Interessen der Mehrheit in unserem Land vertreten, der Menschen, die von ihrer Hände Arbeit leben müssen, von Transferleistungen, von ihrer Rente, dass wir die Frage stellen nach Gerechtigkeit, die ich als wesentlich breiter als nur soziale Gerechtigkeit definiere. Denn es gibt unheimlich viele Leute, das wissen wir aus, nicht nur aus Erfahrung, sondern auch aus Untersuchungen, die selber zwar in sozial guten Verhältnissen leben, aber die sich an der Ungerechtigkeit dieser Gesellschaft stören. Auch diese Menschen wollen wir ansprechen. Letztendlich werden wir diese Idee, die wir in dem Programm beschrieben haben, des demokratischen Sozialismus, weiter in unserer Partei, bei unseren Unterstützern, aber natürlich auch bei den Menschen, die wir noch nicht für uns gewinnen konnten, diskutieren und versuchen, sie zu überzeugen. Dankeschön. Vielen Dank, Sie, Herr Rutsch. Bitte Klaus Ernst. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie nun ein wenig in die Inhalte dieses Programms einführen. Wir wollen mit unserem Grundsatzprogramm Antworten geben auf die großen Krisen der Gegenwart, die nach unserer Auffassung von den politischen konkurrierenden Parteien in keiner Weise gelöst werden. Wir erleben einen Neoliberalismus, der in eine Krise der Arbeitsverhältnisse und in eine Krise des Sozialstaats geführt hat. Arbeit ist massiv entwertet worden. Sozialstaat ist massiv durchlöchert worden. Das Problem ist, dass offensichtlich die Früchte der Arbeit nur noch für diejenigen reserviert werden, die andere für sich arbeiten lassen, aber dass die Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums immer mehr abgekoppelt werden vom gesellschaftlichen Wohlstand. Die zweite wesentliche Krise, der Finanzmarktkapitalismus, führte zu einer Wirtschafts- und Finanzkrise und im Ergebnis zu Schocktherapien für Gesellschaft und Schocktherapien für die Bürgerinnen und Bürger, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern Europas. Schocktherapie mit Kürzung der Renten, mit Verlängerung der Lebensarbeitszeit, mit Kürzung der Sozialleistungen und auch Kürzung der Bildung. Wir erleben als dritte Krise die expansive Verschwendung natürlich der natürlichen Ressourcen. Sie führt im Ergebnis dazu, dass immer mehr Menschen künftig für Mobilität, für Energie mehr bezahlen werden müssen, als sie bisher bezahlt haben. Wir erleben, dass die expansive Verschwendung der natürlichen Ressourcen in eine Energie- und in eine Ökokrise geführt hat, auf die die konkurrierenden Parteien auch mit dem gegenwärtigen Atomausstieg noch keine Antwort haben. Und als letzten Punkt möchte ich als wesentliche Krise anführen, wir erleben, dass die ständige Missachtung der Interessen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger durch die politische Konkurrenz dazu führt, dass sich immer mehr Menschen von diesem demokratischen System abwenden. Ich erinnere daran, dass nur 1% der Bürgerinnen und Bürger im Osten unseres Landes
Und 5% der Bürgerinnen und Bürger im Westen unseres Landes glauben, dass man durch Wahlen tatsächlich Einfluss, wesentlichen Einfluss auf politische Ereignisse, auf politische Ergebnisse nehmen könnte. Das muss uns zu denken geben. Wir erleben eben, dass durch diese ständige Missachtung der Menschen durch die Politik, durch die Banken, durch den Finanzsektor, die Menschen merken, dass die Lebensgrundlagen immer mehr zerstört werden, dass sie durch Sozialstaaten zerstört werden, ohne dass sie Einfluss nehmen können. Wir wollen uns dem stellen und wieder eine Glaubwürdigkeit der Politik durch unser eigenes Handeln herstellen. Wir haben aus unserer Sicht das Alleinstellungsmerkmal, dass wir uns genau diesen großen Krisen stellen. Und wir haben das Alleinstellungsmerkmal, dass wir glauben, dass diese großen Krisen im Kapitalismus, im Weitermachen wie bisher, nicht zu lösen sind. Er wird immer, egal auf Kosten von wem, auf Wachstum fixiert sein, und zwar vor allen Dingen auf Wachstum der Profite. Und wir denken, dass damit die wichtigsten Fragen unserer Gesellschaft nicht zu lösen sind. Was sind die wichtigsten Themen, die wichtigsten Fragen? Erstens, eine der wichtigsten Fragen ist die Frage der Verteilung. Wer kriegt eigentlich was von dem, was in dieser Gesellschaft erwirtschaftet wird? Die zweite wichtige Frage ist die Frage der Gerechtigkeit. Die dritte, die Frage nach der Demokratie. Und die vierte natürlich nach der Herstellung und nach der Sicherung von Frieden. All diese Fragen sind für uns im Zentrum und wir denken, dass wir bei der Beantwortung dieser Fragen die Interessen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellen und nicht die Interessen einzelner oder weniger, sondern eben die Interessen tatsächlich der Mehrheit der Bürger. Wenn man sich diese Fragen stellt, kommt man automatisch natürlich zu Antworten. Wenn man sich diese Fragen nicht stellt, wenn man die Frage der Verteilung, die Frage des Friedens, die Frage nach Demokratie, die Frage nach Gerechtigkeit nicht als wichtig betrachtet, gibt es auch dazu keine Antworten. Das erleben wir bei der politischen Konkurrenz. Wir sagen, wenn wir uns der Verteilungsfrage stellen, kommen wir sehr schnell konkret auf die Frage, wie kommen wir zu mehr Löhnen, zu höheren Löhnen in der Bundesrepublik. Wir stellen nach wie vor fest, dass in diesem Aufschwung ein Großteil der Menschen abgekoppelt wird von dem, was an ökonomischer Entwicklung stattfindet. Das sind ein Großteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere die, die niedrig verdienen. Es sind vor allen Dingen die, die inzwischen nur noch prekäre Arbeitsverhältnisse haben. Es sind die, die von der Deregulierung des Arbeitsmarktes massiv betroffen wurden. Deshalb sagen wir, wir wollen einen Mindestlohn, wir wollen eine Stärkung der Gewerkschaften, wir wollen dazu beitragen, dass der Arbeitsmarkt wieder reguliert wird und dass der Zustand, den der Vorsitzende des DGBs beschrieben hat, ich zitiere ihn, Arbeit wird so billig wie Dreck, dass der wieder beseitigt wird, sondern dass die Menschen, die produzieren, auch am Ergebnis ihrer Arbeit vernünftig teilhaben können. Zweitens, wenn wir die Gerechtigkeitsfrage stellen, landen wir zwangsläufig bei der Frage, wie wird der Sozialstaat organisiert, wie sieht er aus, wer bezahlt ihn und wer bekommt was. Wir wollen, dass der Sozialstaat Sicherheit gegen die großen Risiken des Lebens bietet. Und das bedeutet für uns, dass wir eine Mindestsicherung für die Erwerbslosen wollen, eine Mindestrente für die Senioren, dass wir eine Gesundheitsversorgung, eine Gesundheitsversicherung einrichten, in der tatsächlich alle entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit einzahlen, Stichwort Bürgerversicherung, Aufhebung Beitragsbemessungsgrenzen, und wir wollen, um das zu finanzieren, ein Steuersystem organisieren, in dem tatsächlich die, die vom Schicksal besonders begünstigt oder auf Kosten anderer leben, auch entsprechend ihre Beiträge leisten. Wir wollen ein Steuersystem, in dem tatsächlich Vermögende und der Finanzsektor massiv zusätzlich belastet wird. Und wenn Sie unsere aktuellen steuerpolitischen Vorschläge mit hinzuziehen, dann wissen Sie auch, dass wir gleichzeitig den Mittelstandsbauch, also einen linearen Verlauf des Steuertarifs anstreben. Das ist eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, allerdings eben eine Belastung für die, die besser verdienen sind oder eben entsprechend im Finanzsektor arbeiten, beziehungsweise der Finanzsektor selbst. Wenn man sich die dritte Frage stellt, nämlich die Frage nach Demokratie, dann müssen wir natürlich sagen, wie wir das organisieren wollen. Und deshalb schlagen wir auf der einen Seite mehr direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger durch Volksentscheide auch auf Bundesebene vor. Und wir wollen, dass wir, was die Produktionsebene angeht, die Ebene der Betriebe, erreichen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben durch Eigentum an den Betrieben, durch Miteigentum an den Betrieben, selbst mitentscheiden können, was in diesen Betrieben passiert. Wir erleben momentan,
dass der Profit das alleinige Steuerungsinstrument der Wirtschaft geworden ist. Das wollen wir ändern. Wir wollen, dass das Interesse auch der Belegschaften und damit auch das Interesse der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger mit zur Geltung kommt bei dem, wie Betriebe organisiert werden, nach welchen Gesichtspunkten Entscheidungen getroffen werden, nach welchen Gesichtspunkten zum Beispiel auch Produktionsverlagerungen getroffen werden und so weiter. Und wer schließlich die vierte Frage beantworten will, nämlich die Friedensfrage, der muss sich klipp und klar dazu bekennen, dass er Krieg als Mittel der Politik ablehnt. Und wir erinnern in dem Zusammenhang gern an Willy Brandt, der gesagt hat, Krieg ist nicht das Ultima Ratio, sondern Krieg ist die Ultima Irratio. Und bei der Position bleiben wir. Mit diesen konkreten Forderungen vertreten wir unserer Auffassung nach Positionen, die von einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger geteilt werden können und die im Interesse der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger liegen. Jetzt geht es natürlich auch um den Punkt, wie kriegen wir das hin, dass wir das umsetzen. Auch dazu haben wir Antworten gegeben. Es geht uns dabei weniger darum, über Konstellationen zu reden, sondern es geht uns darum, was wir unter gutes Regieren verstehen. Und auch dazu haben wir in unserem Entwurf des Grundsatzprogramms klare Antworten gegeben. Wir sagen, die Linke muss mit ihren Kernbotschaften, mit ihrer Position in allen Konstellationen erkennbar sein, auch in Regierungen. Das bedeutet, dass zwar die Entscheidungen über die jeweilige Frage in der jeweiligen Ebene getroffen werden, aber dass unsere Kernforderungen in sämtlichen Konstellationen erkennbar sein müssen. Eben die Abkehr vom neoliberalen Politikmodell, die Einleitung sozial-ökologischer Politikwechselpositionen und die Verbesserung der Lebenslage der Menschen. Das sind die Grundbotschaften, die unserer Auffassung nach überall erkennbar sein müssen, egal ob in Opposition oder ob in Regierungsverantwortung. Deshalb haben wir auch klare Haltelinien in unserem Programm formuliert. Diese Haltelinien bedeuten, dass wir uns an keiner Konstellation beteiligen werden, die sich an Kriegen beteiligt, die Sozialabbau betreibt, die Privatisierung voranstellt oder die den Abbau öffentlicher Dienstleistungen befürwortet. Diese Punkte sind mit uns nicht zu machen. Unser Programm enthält auch eine Mahnung, nämlich die Mahnung, dass auch Regierungshandeln sich nicht nur in den Parlamenten oder auf Regierungsbänken vollziehen kann, sondern in engem Dialog mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen entwickelt werden muss. Das bedeutet, wenn die Linke sich an Regierungen beteiligt, sitzt sie nicht auf der Wolke und guckt auf die Bürger, sondern wir wollen mit den Bürgern gemeinsam unsere Positionen entwickeln. Druck kommt nicht nur aus Kabinettssesseln, sondern Druck kommt vor allen Dingen von den Menschen selber, den wollen wir aufgreifen. Wir sehen unseren Entwurf als Meilenstein auch für das Zusammenwachsen unserer Partei und als eine gute Grundlage für die weitere Debatte. Gesine Lötsch hat bereits darauf hingewiesen, dass diese breite Debatte in unserer Partei, die wir nun über Jahre geführt haben, zu einem aus unserer Sicht sehr guten Ergebnis im Parteivorstand geführt hat. Und wir gehen davon aus, dass diese Debatte jetzt auch noch weitergeht bis zum Parteitag und dass wir dann auch dort mit breiter Mehrheit ein gemeinsames Programm für die Linke verabschieden werden. Ich möchte Ihnen jetzt zum Schluss noch die weiteren Daten, Termindaten dieser Debatte darstellen. Bis zum 8. Oktober können nun aus der Partei heraus Änderungsanträge zu dem Entwurf des Parteivorstands entwickelt werden. Der Parteivorstandsentwurf ist eben nach wie vor erst ein Entwurf und der kann nach wie vor vom Parteitag mit Mehrheit natürlich verändert, ergänzt werden und das wollen wir auch so. Deshalb bis zum 8. Oktober werden wir Anträge aus der Partei bekommen und dann werden wir unmittelbar vor dem Parteitag im Parteivorstand nochmal beraten, überlegen, welche Ideen wir noch aufnehmen und über die anderen Positionen wird dann am Parteitag abgestimmt werden. Der Parteitag findet statt am 22. und 23. Oktober. Wir werden 2 Tage lang über diesen Entwurf und über unser Programm diskutieren und dann hoffentlich mit großer Einmütigkeit über unser Programm entscheiden. Und wir werden dann, nachdem das Programm vom Parteitag entschieden ist, dieses Programm auch unseren Mitgliedern vorstellen und wir wollen bis zum Jahresende einen Mitgliederentscheid über das Programm durchführen. Das Ergebnis werden wir am 18. Dezember veröffentlichen. Bis zum 18. Dezember wollen wir das haben.
Sie können daraus erkennen, meine Damen und Herren, wir liegen mit unserer Programmatik aus unserer Sicht an den Kernfragen der Gesellschaft. Die Konkurrenz hat darauf keine Antworten. Wir wollen darauf Antworten geben. Gesine Lötsch hat auch darauf hingewiesen, ich möchte es nochmal deutlich unterstreichen, wir wollen mit unserem Programm auch den Menschen Mut machen, mitzumachen bei der Gestaltung ihres Lebens, bei der Gestaltung ihrer Gesellschaft. Und unser Programm soll dazu die Grundlage bieten.